Steinig war er, der Weg vom alten zum neuen Eismeer. Doch inzwischen steht der Tierparkchef Dr. Hering-Hagenbeck kurz vor dem Abschluss der 2,5-jährigen Bauzeit. Die letzten Stahlträger werden noch transportiert, Gerüste und Bretter nach und nach abgebaut und die letzten Steine modelliert. Während auf einigen der 8000 Quadratmeter polarer Faszination noch eine leichte Unordnung herrscht, präsentieren sich andere Gehegebereiche bereits ganz aufgeräumt. Innendekorationen wie die künstlichen Eiszapfen erhalten ihren letzten Schliff. Zeit für eine Bilanz. Offizieller Eingang ins Gebäude. Gleich da vorne ist das Tor. Hier ist die erste Halbunterwasserscheibe, halb nach oben zu den Eisbären. Ungefähr 2,5 Meter, 3 Meter von hier geht das Ufer los, was nach hinten ansteigt in diese Felsanlage. Und wir haben hier vorne Heizplatten, sodass wir hoffen, dass der Eisbär zum Beispiel einen hier dann empfängt. Wenn er allerdings hier sitzt, sieht man ihn nicht im Panorama. So, dann haben wir da oben auf der Ecke haben wir auch eine Heizplatte, sodass er theoretisch auch da zu sehen wäre. Dann wäre aber auch ein Panorama zu sehen. Besonders spannend sind das Konzept und die Historie des neuen Eismeers. Auf dieser Seite Schichtgestein, ein Sandstein, den wir darstellen. Antarktisch, also Südhalbkugel. Arktik, Nordhalbkugel, ein Granit. Die dominante Kunstfelsanlage wurde in Anlehnung an das historische Vorbild gebaut, das Gründervater Karl Hagenbeck 1907 errichten ließ. Das Walrossbecken mit seinem Volumen von 2100 Kubikmetern Wasser und einer Tauchtiefe von 7,5 Metern ist eines der tiefsten weltweit und bietet seinen Bewohnern mit knapp 600 Quadratmetern jede Menge Platz. Auch das ist alles von Hand gestrichen, das muss jetzt alles von Hand, diese weißen Flecken, da gab es eben wohl Aussinterungen, die Innenbeton, aber das weiß man eben nicht. So, das muss jetzt nochmal nachgearbeitet werden. Gott sei Dank können wir im Moment das Wasser hin und her pumpen, aber das hatten wir ja jetzt 3 Monate befüllt. Schritt für Schritt werden die letzten Hindernisse aus dem Weg geräumt, bis die 700 Quadratmeter Fläche der Robbenanlage nicht nur bautechnisch, sondern auch optisch perfekt sind. Mit seinen natürlich wirkenden Wasserfällen, den imposanten Eiszapfen und den naturnah gestalteten Flachwasserzonen, die die Robben bevorzugt besuchen. Für das Planungsteam eine echte Herausforderung. Das ist das große Robbenbecken. Die beiden sind mit dem Walrossbecken auf einem Wasserkreislauf. Das Walrossbecken haben wir ja jetzt nochmal leer gepumpt, weil da noch ein paar Restarbeiten durchgeführt werden muss. Da hat man ein paar Probleme. Da haben wir eine Rutsche, da wird es einen kleinen Wasserfall. Also im Prinzip soll das so aussehen, als ob da oben eben dieses Eis schmilzt. Dann tropft das und dann wird da unten die Rutsche wird dadurch benässt, sodass sie da rutschen können. Dann eben den Sprungturm, dann verschiedene Bereiche, wo die Tiere auch hochklettern können. Und dann gegebenenfalls hier eine Fütterungsmöglichkeit, wo der Pfleger füttern kann.